Und zwar haben wir was Wichtiges zu erledigen. Denn wir müssen das Blut untersuchen, also dieses Blut in Anführungsstrichen, was auf den Bettlaken von der Baronin war. Also ich habe dort keine Übereinstimmung gesehen. Ich muss mir da nochmal auf der Wiederholung das anschauen. Weiß ich nicht, ob da ein Grafikfehler ist, aber das ist nicht schön. So, wir brauchen das Wattestäbchen. Das wollte ich schon immer mal machen. Das muss reichen. Haben wir jetzt eigentlich ein Achievement gekriegt dafür? Haben wir nicht bekommen. Okay. Das wundert mich eigentlich. Weil ich in Erinnerung, dass man irgendwas machen musste. Und bekommt da was. Na gut, wir haben auf jeden Fall jetzt die Blutprobe und damit gehe ich jetzt gleich nochmal runter. So, wir befinden uns wieder bei Legrand in seinem Apartment und seiner Kabine und wir haben jetzt die Blutprobe. Das heißt, wir werden jetzt bestimmt eine Untersuchung machen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir nehmen also die Blutprobe und ja, können erstmal nichts machen. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen von Chemikalien. Okay, dann wir lesen nochmal. Hier stand doch irgendwo was von Blutproben. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Aha, Luminol. Aber was für ein Verhältnis. Ist einfach nur, was nehmen ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Sinnvollste. Und irgendwo. Und da ist auch das Wasserstoffperoxid. Ich gieße es zum Luminol in die Schale. In Ordnung. Mit dieser Mixtur kann ich Blut nachweisen. Die klare Flüssigkeit verfärbt sich blau, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. In Pipette. Ordnung. Ich fülle die Pipette und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Und nutze die mit meinem Dann Wattestäbchen. wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Okay. Also stehe ich mit falschem Blutespeicher mal ab. Ich habe keine Ahnung, ob es keinen Return mehr gibt, aber ich habe so ein Gefühl, dass es immer relativ spät schon jetzt in der Episode war. Okay, wir gehen jetzt mal in der Krankenstation. Kommen wir da überhaupt rein? Also wie kommen wir da jetzt rein? Es scheint unmöglich, aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Ach, das macht jetzt automatisch. Tja. Okay, wir gucken uns das mal rum. Das Waschbecken sieht aus, als sei es vor kurzem gründlich gereinigt worden. Ob damit nur den Hygienevorschriften Genüge geleistet werden sollte oder es einen anderen Grund hatte, kann ich nicht sagen. Naja, die werden immer gut gewaschen. Ich meine, das ist eine Krankenstation. Der ist wahrscheinlich für Notfälle, wenn ein Gast stürzt und nicht mehr laufen kann. Grund dafür könnten die Bewegungen des Schiffes sein oder die gut gefüllte Bar des Kapitäns. Beides durchaus möglich. So, was haben wir da hinten? So ein Separator. Wie immer das heißt. Hier haben wir auch Chemikalien. Ein Tonbandgerät.
Tonbandgerät der Firma Saibling. Interessant. Die Spule in der Kabine der Baronin ist von derselben Firma. An dem Tonbandgerät wurde ein Mikrofon angeschlossen. Eventuell nimmt Dr. Gebhardt seine Untersuchungsergebnisse auf Band auf, um sie später abschreiben zu können. Interessant. Ein Tonband auf einer Spule. Die Spule gehört zu einem viel besseren Gerät. Eher zu so einem wie in der Kabine der Baronin. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Spule die fehlende Spule aus der Kabine der Baronin ist. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich. Okay, wir gucken uns erstmal die Baronin an, soweit es geht. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment! Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Wie kommt er denn auf sowas? Ich meine, das sieht ja erstmal aus wie ein normaler Handschuh, den er durchaus haben könnte, wenn er hier die Untersuchung macht. Dr. Gebhardt wird Probleme haben, zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Für mich ist das Beweis genug, dass der Doktor in die Sache verstrickt ist. Ich sollte Legrand davon berichten. Die Leiche will er sich gar nicht ansehen. Okay. Bummband. Und da ist ein Schuss zu hören. In Ordnung. Mach's wenigstens leise. Nichts. Seltsam. Da. Sehr interessant. Denn da ist ein Schuss drauf gewesen. Auf dem Tonband ist ein Schuss zu hören. Und die Spule stammt aus der Kabine der Baronin. Da ergibt sich ein Bild. Vor allem ist dieser Schuss erst nach einer Weile zu hören. Das heißt, man hat sehr viel Leerlauf. Schuss im Frachtraum. Er wurde aufgenommen. Der Schuss aus dem Frachtraum wurde auf Tonband aufgenommen. Es ging nie um das Projektil, es ging um den Knall. Selbe Waffe. Die Mordwaffe ist die Luger, das hatten wir auch schon. Glaube ich. Mir ist das Blut auf dem Bett lagen. Okay, das hatten wir auch schon. Es ist kein Blut. Ich habe es getestet und es ist kein Blut. Es ist irgendeine rote Flüssigkeit, die frisches Blut aussieht, aber eben nicht wie 12 Stunden altes. Warum ist Dr. Gebhardt das nicht aufgefallen? Er muss doch bemerkt haben, dass da etwas faul war. Auf der Krankenstation habe ich eine Tonbandspule gefunden. Darauf ist ein Schuss zu hören. Ich möchte wetten, es ist der Schuss, den wir gestern Abend alle gehört haben. Okay, ich speichere nochmal. Auf zu Legrand. Wenn nicht zuvor uns der Doktor begegnet. Nein! Nicht ich! Achievements: 3 bekommen. 19.500. Rätselhilfen, Hotspot-Hilfen. Wir haben 3, für was auch immer die sind. Amateurdetektiv und so weiter. Sehr schön. Damit haben wir die erste Episode wahrscheinlich geschafft, hä? Warum konnten Sie es nicht sein lassen? Warum machen Sie mich los? Warum tun Sie mir das an? Sie und
und die Baronin. Dr. Gebhardt, ich weiß nicht. War Ihnen nicht klar, wozu Sie mich damit zwingen? Sie müssen nicht. Es ist gleich vorbei. Sie werden nichts spüren. Tut mir leid, dass Sie das mit ansehen müssen. Ich hätte mehr Chloroform nehmen sollen. Das kann ich machen. Die Schale suchen. Braune Flasche, Schale kann ich dagegen tauen. Fußstützen. Jetzt vielleicht. Ich kann näher ran. Eine Schere. Ich nehme die. Dann wäre ich soweit. Nun hören Sie schon auf, Herr Zellner. Sie haben es bald hinter sich. Oh oh. Das war's. Dann fangen wir grob richtig. Tut mir leid, dass Sie das. Okay, also stützen. Schere nehmen. Dann wäre ich soweit. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe das schnell gemacht, aber mit der Schere konnte ich nichts anfangen. Wir hatten aber am Anfang doch ein bisschen mehr Zeit. Okay. So, die Stützen. Habe ich sonst noch irgendeine Entlastungsmöglichkeit? Noch halb mit. Okay, die Gurte. Wir nehmen die und... Hä? Aber wie soll ich das denn machen? Ich habe die Schere. Okay. Wie soll das funktionieren? Von der Entfernung noch mit ihm reden? Ah, mit ihm reden. Okay. Ich hatte es in meiner Tasche. Für alle Fälle. Sie sollten das hier nicht mitbekommen. Ich bin kein Unmensch, wissen Sie? Ich habe nichts gegen Sie. Überhaupt nichts. Aber was soll ich sonst tun? Sie zwingen mich dazu. Es ist Ihre Schuld. Nur Ihre. Genau. Warum hat die Baronin herumgeschnüffelt? Warum haben Sie herumgeschnüffelt? Und diese Handschuhe da, wollen wir Beweise unterschieben, was? Ich habe keine Spuren hinterlassen. Und trotzdem konnten Sie mich einfach nicht in Ruhe lassen, oder? Mit ihrer Vorgeschichte. Ich überlege noch, ob ich sie über Bord werfen soll. Keine Spuren hinterlassen. Keine Spuren. Aber was, wenn ich beobachtet werde? Mein Plan war perfekt. Und dann haben Sie alles kaputt gemacht. Okay, kann ich weiter mit ihm reden? Eine Schere.
Vor uns, das hat ihn abgelenkt. Wenn ich jetzt die Schere nehme, ist das anders? Ja. Hä? Wie geht denn das? Du hast das so beides festgebunden, dachte ich. Okay, können wir Chloroform nehmen? Nun raten Sie doch, Herr Zellner. Sie verletzen sich noch. Ich wäre dann auch soweit. Nimm die Schere, nimm die Schere. Nimm die Schere, wo ist denn die? Nein, bitte. Ah, wir hatten eine Zeit, wir hatten eine Zeit. Gleich vorbei. Hier hätte was hinten liegen können. Ich glaube, grundsätzlich ist das okay. Das Vorgehen. Okay, wir laden an der Stelle. Liegt da. Spritze. Gleich vorbei. Ich werde. Boom. Legrand? Oder der junge Mann? Bisschen gedauert, bis wir es geschafft haben. Danke. Ein nasses Handtuch wirkt Wunder. Hab ich doch gesagt. Also, was ist nun? Was hatten Sie da unten zu suchen? Inspektor, lassen Sie den Herrn Wachtmeister doch erst einmal wieder zu Atem kommen. Er hätte sich fast umgebracht. Ich? Nein. Das hätte Dr. Gebhardt für mich erledigt. Wo ist er? Gebhardt? Er ist spurlos verschwunden. Wir lassen das ganze Schiff nach ihm durchsuchen. Der Reihe nach. Erzählen Sie, Zellner, was haben Sie herausgefunden? Dr. Gebhardt hat Baronin von Trebitz ermordet. Unmöglich. Haben Sie Beweise? Abgesehen davon, dass er mich umbringen wollte? Aber war der Doktor nicht bei Ihnen, als der Schuss fiel? Der Schuss, den wir gehört haben, kam vom Tonband. Die Baronin hatte ein Tonbandgerät und gute Lautsprecher in ihrer Kabine. Gut genug, um den Knall deutlich auf dem Oberdeck hörbar zu machen. Vermuten Sie das nur oder haben Sie Beweise? In der Krankenstation liegt ein Tonband. Die Spule gehört zu dem Gerät in der Kabine der Baronin, während dort eine Saiblingsspule eingelegt ist, die in die Krankenstation gehört. Hm. Er hat ihn im Frachtraum aufgenommen. Sein Tonbandgerät verfügt über ein Mikrofon. Und ich habe ein Projektil aus einer der Kisten im Frachtraum entfernt. Und das stammt aus der Mordwaffe? Also schön. Inspektor Legrand! Tun wir mal so, als ob Sie da etwas hätten. Der Schuss, den wir gehört haben, kam also vom Tonband. Wie ging es weiter? Wir liefen alle zur Kabine der Baronin. Sie lag regungslos in einer Blutlache. Dr. Gebhardt drängte sich an ihnen vorbei, damit sie der Baronin nicht zu nahe kommen konnten. Er untersuchte sie und bezeugte ihren Tod. Für uns gab es daher keinen Grund daran zu zweifeln. Der Schuss, das Blut, die Baronin, die wie tot dalag. Dabei war sie nur betäubt. Betäubt durch Chloralhydrat, das der Doktor kurz zuvor in ihr Glas gefüllt hatte. Der Doktor hatte ein Glas in der Hand, als sie hereinkamen. Er wollte den Beweis verschwinden lassen. Stattdessen haben sie mir das Glas gegeben, Kapitän Ticonti, und mich somit unabsichtlich ebenfalls ausgeschaltet. Blödsinn, da war überall Blut. Und tot ist die Baronin definitiv auch, oder? Wer hat sie denn Ihrer Meinung nach wann erschossen, Herr Wachtmeister? Okay, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Denn sie wurde vergiftet. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Weil alle Aussagen vom Doktor könnten jetzt auch Blödsinn sein.
Wie ich schon sagte, es war Dr. Gebhardt. Er hat die schlafende Baronin in ihrer Kabine erschossen. Keine 10 Meter von uns entfernt. Was erzählen Sie da? Der Doktor war eine Zeit lang alleine in der Kabine. Als der Alarm losging, konnte man sein eigenes Wort kaum verstehen. Und ich habe ein Kissen mit Schmauchspuren gefunden. Damit könnte ein Schuss gedämpft worden sein. Und das Blut? Es war kein echtes Blut. Dr. Gebhardt hat irgendeine Flüssigkeit hergestellt, die auf den ersten Blick wie frisches Blut aussah. Doch die Flüssigkeit blieb rot, anstatt an der Luft dunkler und brauner zu werden. Deswegen musste er die Leiche reinigen und das Bettzeug loswerden. Aber das Blut war schon da, als wir zum ersten Mal in die Kabine gegangen sind. Dr. Gebhardt war vor dem Mord in der Kabine der Baronin. Er versteckte unter ihrem Laken einen mit der roten Flüssigkeit gefüllten Operationshandschuh. Die Baronin ließ sich todmüde aufs Bett fallen. Der Handschuh platzte und das Blut verteilte sich im Bett. Ich habe den geplatzten Handschuh in der Krankenstation gefunden. Aber warum hat er das gemacht? Was war sein Motiv? Inspektor. Der Doktor wurde erpresst. Dr. Gebhardt wurde von der Baronin erpresst. Wie kommen Sie darauf? Ist das nicht immer ein gutes Motiv? Ohne Beweise ist das nichts wert. Shit, das ging daneben. Es hatte mit dem Auge der Sphinx zu tun. Die Baronin ich hätte das eigentlich gedacht, aber kann mir gleich nach Kairo bringen. Also war Dr. Gebhardt der Rabe? Das glaube ich nicht. Aber vielleicht haben sie zusammengearbeitet. Falsch, falsch, falsch! Haben Sie etwas beizutragen, Constable? Geständnis, Sir! Dr. Gebhardt war der Rabe. Steht alles da drin. Er hat's zugegeben. Was steht in dem Brief? Hier steht, erinnerst du dich noch, mein lieber Nico? Die Straßen waren regennass und von der Brauerei wehte der Geruch von heißem Malz zu uns herüber. Ein Hund bellte, bis dein Schuss den Unschuldigen traf. Danach war Stille. Kein Geräusch war zu hören. Nur meine leisen Schritte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Sie haben dich zum Helden gemacht und ich hatte endlich Ruhe. Bis das Kribbeln wieder in mir aufstieg. Einige von uns sind nicht für den Ruhestand gemacht, mein Freund. Ich habe mir schon gedacht, dass man dich wieder auf den Fall ansetzen würde. Und ich habe mich gefreut. Endlich würde sich herausstellen, wer von uns beiden am Ende der Klügere ist. Leider muss ich nun eingestehen, dass du und dein kleiner Schnüffler mich geschlagen haben. Ihr habt mich in die Enge gedrängt, habt mich Fehler machen lassen. Ich gönne dir den Triumph. Doch niemand wird den Raben in einen Käfig sperren. Mein einziger Ausweg ist der Freitod. Lebe wohl, Rabenjäger. R. Inspektor Legrand! Das ist nicht real. Was haben wir gekriegt? Brillanter Geist. Achievement. Es hätte auch erpresst sein können. Weil sie hat ja so das gesagt. Inspektor? Also, ich hatte recht. Ich habe es allen gesagt. Immer und immer wieder. Aber niemand wollte hören. Sie glauben also, dass Dr. Gebhardt tatsächlich der Rabe war? Die Dinge, die Gebhardt in seinem Brief schreibt, stehen in keinem Polizeibericht. Nur jemand, der dabei war, kann davon wissen. Könnten nicht noch andere in der Nähe gewesen sein? Vielleicht einer der Polizisten? Was, wenn einer von denen die Seiten gewechselt hat? Warum fällt es Ihnen so schwer, die einfache Tatsache zu erkennen? Es gab nie einen neuen Raben, nur den alten. Und das war Dr. Gebhardt. Das Vorgehen passt einfach nicht. Der Rabe war kein Mörder. Legenden sind selten das, wofür wir sie halten, Wachtmeister Zellner. Wer war der Mann, der damals getötet wurde? William Jackson, ein kleiner Dieb, hat zusammen mit seinem Bruder einige Einbrüche begangen. Talentiert, aber nichts Weltbewegendes. Und den hat man für den Raben gehalten? Einige meinten, es gehöre zu seiner Tarnung. Wenn du ein gerissener Meisterdieb bist, was wäre eine bessere Tarnung als die eines mittelmäßigen Ganoven? Du lässt dich hier und da bei kleinen Gaunereien erwischen. Niemand traut dir dann noch zu, ein großes Ding zu drehen. Aber sie haben das nicht geglaubt. Es gab leise Stimmen in meinem Kopf. Aber alle beglückwünschten mich. Bedenken wurden beiseite gewischt. Es war wie ein Sturm, doch irgendwann legte sich der Sturm und die Stimmen waren immer noch da. Und dieses Mal nicht? Keine Stimmen, die Ihnen sagen, dass Gebhardt nicht unser Mann ist? Er muss es sein. Was ist mit der Schrift? Der Wortwahl?
Passt der Abschiedsbrief zu den anderen Briefen des Raben? Ja, seine Handschrift, seine Worte. Ich habe jeden Brief des Raben gelesen, immer und immer wieder. Ich habe es für unmöglich gehalten. Ein von den Toten auferstandener Rabe. Der Rabe war nie tot. Ich habe den falschen Mann erwischt. Aber bei dem Mann wurde die Beute gefunden, oder? Er muss also für den Raben gearbeitet haben und kann daher kaum als unschuldig gelten. Wie geht es nun weiter? Wir liefern das Auge ab und ich setze mich mit Paris in Verbindung. Die Kollegen sollen alle bekannten Aufenthaltsorte Gebhards mit denen des Raben abgleichen. Und wenn sich Ungereimtheiten ergeben, was ist dann? Sie können gerne weiterhin ein Auge auf den Tresor werfen, wenn Sie es nicht lassen können. Das Schiff bleibt einen Tag in Kairo. So lange haben Sie Zeit, Ihren eigenen Raben zu fangen. Ich habe meinen. Tja, es ist halt noch nicht super toll, weil der ist einfach verschwunden, hat jetzt angeblich Freitod gewählt, hat die Erklärung gemacht und das war's. Das kann man nicht irgendwo glauben. Und wie gesagt, die Erpressung, glaube ich, hätte ich trotzdem genommen. Das wäre nämlich schon sinnvoll gewesen. Sie hat irgendwas gesehen und wer weiß, was sie mit ihm geredet hatte. Ah, Sie sind einer von Legrands Leuten, nicht wahr? Jakob Zellner, mein Name. Sie können mir gleich behilflich sein. Ich vermisse Grace, meinen Dackel. Es könnte sein, dass es hier mehr für mich zu tun gibt, Herr... Direktor Abbas Mokhtar. Und Grace ist nicht irgendein Hund. Sie ist ein reinrassiger deutscher Dackel. Ein Champion. Ein Champion. Die Ausstellung soll also trotz allem heute Abend eröffnet werden? Aber natürlich. Alles wurde bezahlt. Die letzten Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Aber eines der beiden Ausstellungsstücke wird nicht da sein. Ein schrecklicher Verlust. Eine Tragödie. Schon zum zweiten Mal wurde dieser unersetzliche ägyptische Kulturschatz entwendet. Zum zweiten Mal? Na, glauben Sie etwa, das Auge der Sphinx wäre in London aus dem Sand gegraben worden? Inspektor Legrand, Professor Lucien und Constable Oliver überwachen den Transport des Tresors. Sie müssten jeden Augenblick ankommen. Ich werde bis dahin hier vor Ort die Lage sondieren. Halten Sie das für nötig? Der Rabe ist doch nun endgültig tot. Wenn Sie damit Dr. Gebhard meinen. Seine Leiche wurde nicht gefunden. Ebenso wenig wie das gestohlene Auge. Es ehrt uns, dass sich der Inspektor Sorgen macht, aber wir haben alles im Griff. Legrand macht sich nicht so viele Sorgen, wie er sollte. Ich aber. Ist das Museum geschlossen? Ja, solange wir die Gala vorbereiten, werden nur handverlesene Gäste ins Museum gelassen. Sie gehören natürlich dazu, Herr Wachtmeister. Ja, genau. Was können Sie mir zum Sicherheitssystem des Museums sagen? Eines der modernsten auf dem Markt. Und das zweite Auge wird auch noch in unserer speziellen Schatzkammer ausgestellt, die noch einmal zusätzlich gesichert ist. Schatzkammer? Gehen Sie nur rein. Vom Eingang aus gesehen rechts. Das Auge ist so sicher wie die Kronjuwelen. Ich denke, ich werde mich dann einmal im Museum umsehen. Tun Sie das. Es gibt viel zu entdecken. Wenn Sie Grace sehen, geben Sie mir Bescheid. Hoffentlich finden wir sie, bevor der große Inspektor ankommt. Ist es nicht fantastisch, wie er den Mord auf dem Schiff aufgeklärt hat? Legrand? Natürlich, es steht in allen Zeitungen. Der Mord an der ehrenwürdigen Baronin von Trebitz. Und wie der große Inspektor Legrand den Mörder in nur einem Tag identifizierte. Das ist der Stoff, aus dem Legenden gemacht sind. Sie sollten sich glücklich schätzen, von ihm lernen zu dürfen. Ich glaube nicht. Und die Zeitung? Was genau steht in den Zeitungen? Alles. Es ist fantastisch. Jemand an Bord muss sich direkt mit der Presse in Verbindung gesetzt haben. Natürlich eine wunderbare Werbung für uns. Heute Abend werden die Journalisten Schlange stehen. Und es wurde berichtet, dass Legrand den Mörder gefunden hat? Natürlich. Wer sonst? Naja, ich war daran auch nicht ganz unbeteiligt. Natürlich, Legrand hat sicherlich seine Gehilfen, aber Ehre, wem Ehre gebührt, nicht wahr? Also dann? Bis dann, Wachtmeister. Grace, meine Süße, wo bist du? Oh, Mr. Inch. Mr. Inch, da sind Sie ja. Es tut mir ja so leid. Baronin von Trebitz war eine herzensgute Frau. Sie hat so viel für das Museum getan. Gewiss. Und Sie? Wollen Sie etwa schon wieder gehen? Ich würde gerne in mein Hotel gehen. Die letzten Tage... Erst schleichen Sie sich in mein Museum, ohne mich zu begrüßen, und dann wollen Sie uns so schnell schon wieder verlassen? Ich wollte Sie nicht stören, und wir haben ja heute Abend noch Zeit. Ja, heute Abend müssen Sie unbedingt kommen. Ich wollte Baronin von Trebitz seine Auszeichnung überreichen. Die müssen Sie jetzt annehmen. Natürlich.
wenn Sie darauf bestehen. Die Baronin hat für all das hier bezahlt. Ohne sie hätten wir die Ausstellung und die Gala nicht machen können. Sie war sehr großzügig. Das war sie. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden. Wachtmeister Zellner, ich möchte mich noch einmal für Ihre großartige Arbeit bedanken. Sie haben mich gerettet, könnte man sagen. Sehr gern geschehen. Wir sehen uns heute Abend. Wie viele Art und Weise bedeutet das nur? So, wir sind also jetzt vor dem Museum. Es geht also dort weiter. Hier im zweiten Kapitel. Nachdem das erste mit einem Knall geendet hatte. Okay. Wir lesen nochmal ganz schnell alles noch, was bei uns drin steht. Oh Gott, oh Gott. Wo fangen wir denn an? Machen wir erstmal Dr. Gebhardt. Es war Dr. Gebhardt. Er hat die Baronin ermordet und wollte dasselbe mit mir tun. Er hat mich unter Drogen gesetzt und ich konnte ihm nur knapp entkommen. Er sprach davon, dass ich ihm etwas anhängen wolle, sich Beweise platziert hätte und fragte, warum ich ihn nicht einfach hätte in Ruhe lassen können. Ich glaube, er ist wahnsinnig. Von Dr. Gebhardt fehlt jede Spur. Vielleicht hat er sich ins Meer gestürzt, wie er in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat, oder könnte er noch leben? Mhm. Hat man das schon? Hier. Das Bekennerschreiben des Doktors hat mich nachdenklich gemacht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er nicht hinter einem steckt. Aber ich habe keine Beweise dafür. Das Schreiben ist aber auch aus einem anderen Grund höchst interessant. Es beweist, dass derjenige, der hinter einem steckt, vor 5 Jahren beim vermeintlichen Tod des Rabens anwesend war. Ist es also doch der alte Rabe, der zurückgekehrt ist, so wie die Zeitung behaupten? Kommentar. Die spektakulären Entwicklungen im Fall Augen der Sphinx, Titelseite, zeigen uns vor allem eins. Verbrecher bleiben Verbrecher. Viele von uns, unsere Zeitung eingeschlossen, haben einige der Taten des Raben im Laufe seiner Karriere als gelungene Streiche und clevere Gaunereien verharmlost. Für einige war er eine Art Held, der die Polizei an der Nase herumführte und uns schmunzeln ließ. Doch nun müssen wir eingestehen, dass wir einem Mörder applaudiert haben. Einem Mann, der mit Sprengladung Menschenleben in Gefahr brachte und in mindestens einem Fall ein Menschenleben genommen hat. Verbrechen sind und bleiben ein Verbrechen. Verbrecher sind und bleiben Verbrechen, Entschuldigung. Wir als Gesellschaft sollten das nicht wieder vergessen. Robert Turner, Chefredakteur. Mhm. Baron von Trebitz wurde von Dr. Gebhardt erschossen. Ich kenne das Motiv nicht. Müsste ich raten, würde ich wetten, dass er mit dem Krieg und den Toten Familienangehörigen des Barons zu tun hat. Deswegen dachte ich eben, das andere mit den Sphinx habe ich dann halt nur aus Spaß noch hinterhergeworfen, aber ich glaube, wäre für mich Erpressung gewesen, aber gut, kann man nicht machen. Spurenhinweise, Schmauchspuren, Schuss. Mir ist es Blut, ist kein Blut. Ja, Museum. Das Museum ist heute tagsüber für die Allgemeinheit geschlossen. Und heute Abend bei der Gala sind nur geladene Gäste zugelassen. Ich schätze, dass der Rabe dann zuschlagen wird, sofern ich recht habe und er immer noch auf freiem Fuß ist. Museumsdirektor Mokhtar scheint zu glauben, dass Legrand Dr. Gebhardt entlarvt hat. Irgendjemand hat die Zeitung informiert und wohl einige Tatsachen durcheinandergebracht. Umsehen, sein Tresor nicht eingetroffen ist, sollte mir das noch machen. Alles klar, super, dann haben wir doch einiges geschafft und ich würde sagen, bis demnächst, euer Landitur. Tschüss.